immer nur Regen, der Sonne entgegen. Hochgeschätzter Graf Anton Günther von Oldenburg und Delmhorst, hochdekorierter Reichsgraf, die angesehene und hochverehrte und von Gottes Gnaden bestimmte Bürgermeisterin der Stadt Jever, Frau Angela Dankwart, und die Bürger der Stadt heißen Sie aufs Herzlichste willkommen. Ein Ihnen gebührender Empfang findet Ihnen zu Ehren hier im Rathaus der Stadt Jever statt. Auch für Ihr leibliches Wohl, hochgeschätzter Graf Anton Günther und Herr zu Jever, ist gesorgt. Möge Ihnen der Aufenthalt in der Stadt Jever gefallen. Gott schütze Sie. Treue und ehrbare Bürger, wohl löbliche Ratfrauen und Ratmannen, achtbare Magistratus, wir, Anton Günther, Graf zu Oldenburg und Delmhorst, Herr zu Jever und Kniphausen, grüßen euch in eurer schönen Stadt. Euer Wohl und Gedeihen liegt uns in unserem Herzen. In Erwartung eures freundlichen Empfangs begaben wir uns höchst selbst in gräflicher Huld samt Gefolge auf die weite Reise. Euch zu können ein Ereignis, dessen Ruf weit über die Lande sein gut Bewandtnis hat. So vernehmet, auch anno 2013 werde in der gräflichen Residenz Oldenburg der Kammermarkt gehalten, getreu unserem Dekretium gegeben anno 1608. Was dereinst begann als marktfreier Kramer zu erwerben Pütt, Pannen und anderen Kram, das erwuchs im Laufe unserer Regentschaft ein Fest des Lichtes und des Glanzes, zur Freude und zum Vergnügen unserer gänzlichen Gefolgschaft, namentlich der Jugend und der Kinder. Vernehmet desogleich unseren Aufruf und gräflichen Rat zu besuchen den Oldenburger Kramermarkt vom 27. September bis 6. Oktober 2013. Wohlan denn täglich mit Kind, Kegel und Gesinde und geizet nicht mit euren Talern, so werdet ihr ernten die reichen Früchte von Freude, Glück und Frohsinn. Erblickt die Antlitze eurer Lieben und ihr werdet es entdecken. Als Zeichen unserer Wertschätzung empfangt hier und jetzt meine Geschenke, haltet sie in Ehren, verzehrt, was den Verzehr bestimmt und bleibt uns in Freundschaft gewogen. Wir, Anton Günther, danken für euer Gehör. Wie immer, ein Frühstück ist gerichtet. Haben wir noch was für die Pferde? Ich habe einer muss... Ich gehe mal eben hin. Ich stelle mich hier unbedingt zu schlafen. Für Herrn Kranich. Jawohl. Warte. Immer schön nur ein. Ein nur. Ah! Doch, ich wette Bild. Aha, meine Hand ist rausgelacht. Jetzt werden wir dem Nachfolger aufschreiben, dass er hier ein bisschen anderes Futter bringen soll. Das wird sehr gerne genommen. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier jetzt im Rathaus und Graf Anton Günther mit seinem Knappen ist hier gerade eingetroffen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen frühstücken, uns ein bisschen unterhalten. Frau Dankwart ist dabei, der stellvertretende Bürgermeister, der amtliche stellvertretende Bürgermeister ist dabei, meine Wenigkeit ist dabei und gleich werden noch einige andere dazustoßen und dann wollen wir uns gut gehen lassen, dann machen wir ein bisschen frühstücken. Ja, dann sagen wir hier nochmal herzlich willkommen. Tut uns sehr leid, dass es so verregnet ist. Sowas haben wir ja gerade gehört, haben Sie auch noch nie erlebt in den ganzen, ganzen vielen Jahren, die Sie dann machen. Ja. Aber auch das überstehen wir. Genau, und Kranich ist Kummer gewöhnt. Die Pferde hatten am wenigsten damit zu tun. Ja. Hauptsache, es wurde vorne ordentlich was reingesteckt in die große Schnute. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen jetzt auch ein bisschen was in die Schnute schieben. Ja. Herzlich willkommen und nehmen Sie bitte Platz. Ja, danke schön. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen frühstücken, uns nett unterhalten eben hier und dann schauen wir mal, dass das Wetter auch noch ein bisschen besser wird. Wollen wir ja hoffen. Und ja, wir lassen uns das schon mal gut gehen. Schauern und sonst was geben und ja. Liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, wir sind hier jetzt im Rathaus. Neben mir steht Graf Anton Günther mit seinem Knappen. Graf Anton Günther, wie lange dauert so ein Ritt von Oldenburg nach Jever? Ja, ist auch wetterabhängig. Aber wenn das Wetter gut ist und die Pausen nicht zu lang dazwischen, dann sind wir schon in 6-7 Stunden hier, ja. 6-7 Stunden, aber es ist trotzdem weiter Ritt, ja?
Wie ist das für Sie, mal wieder in Ihre Herrschaft hier in Jever zu sein? Sehr schön. Ich komme hier sehr gerne her, werde hier sehr freundlich empfangen. Es ist für mich immer ein besonderer Auftritt, wieder hier zu sein und mal zu gucken, ob sich hier was verändert hat. Wunderbar. Ja, sehen Sie, liebe Wochenlast-TV-Zuschauer, ich freue mich auch, dass ich bei dem Empfang in Oldenburg dabei sein kann, am Kramermarkt. Es würde mich natürlich freuen, wenn wir beide uns da wiedersehen. Ständig. Sehen wir uns. Danke. Gerne. Vielen Dank.